Naja, chinesisch wird natürlich beim Sedlmeier nicht gekocht. Das wird eine gute bayerische Schwammerlsuppe. Im Übrigen möchte die Zuschauer von Jolly Joker sehr herzlich begrüßen. Und wenn Sie sich wundern, dass ich jetzt Wirt geworden bin und an das Sprichwort denken, wer nichts wird, wird Wirt, dann kann ich Ihnen nur sagen, in München haben wir das umgewandelt, wer was geworden ist, kann nur noch ein Wirt werden. Und das ist der 63-Jährige vor einigen Wochen geworden. Der eigenwillige Chefgrantler des bayerischen Fernsehens erscheint täglich um 8 Uhr früh und sitzt später stets mit dem Rücken zum Publikum. Heute bleibt nicht einmal für Moritz was. Tschüss, okay. Das hier ist mein strategisch ganz wichtiger Platz, eigentlich mein Stammplatz. Da sehe ich, was hier an Essen rausgeht und was an leeren Tellern zurückgeht in die Spülung. Ich habe natürlich die Brauerei, die mehr oder weniger von meiner Werbung lebt. Und das Bier ist anständig, haben sämtliche Sorten, die anbieten. Und das Bier läuft gut, ist der Fachausdruck. Als Zugpferd für Bier lachte der Junggeselle jahrelang von allen Plakatwänden. Und eben mit dieser Brauerei zusammen übernahm er das heruntergekommene Wirtshaus, aus dem inzwischen ein Schmuckstück wurde. Eine Nase für Marktnischen hat er, der Sedlmeier, auch in seinem angestammten Beruf. Und wie ich angefangen habe, hat man gesagt, was fehlt in Bayern? Weil Bayern und bayerische Schauspieler gab es genug, damals schon. Aber einer hat gefehlt, der etwas schwierige Bayer, den habe ich dann allmählich zum Grantler gemacht. Und der Grantler, der bayerische Grantler ist ein bisschen was anderes wie der Wiener Grantler. Der ist kein Nörgler, sondern der Pessimist eigentlich. Und die Figur hat man nach 3 Jahren gehört, hat ganz gut passt zu mir. Und im 4. Jahr wurden bereits Rollen geschrieben für diesen Grantler. So, Moritz, jetzt komm. Wo magst du mich hin? Geh mal da. Jetzt musst du diesen Wahnsinn spulen und da auf die Kamera zugehen. Verstehst du? So ganz brav auf die Kamera zugehen, so machen wir das. Wie im Kino. Jetzt gehen wir zum Markt und kaufen uns ein bisschen was. Grünzeug, Schnittlauch, Petersilie, Dill, Kerbel, Lauchzwiebel. Nun kocht der Münchner Fernsehstar seine Bayern ein. Serviert wird natürliche bayerische Hausmannskost und die Speisekarte ist lang. Grüß alle. Grüß alle, Gott. Wenn Sie Sedlmeier zum Anfassen wollen, dann dürfen Sie mich anfassen. Sie sind ja zahlende Gäste und Sie kaufen mich mit. Ich hab nichts dagegen. Aber der Walter Sedlmeier sitzt dann nicht hier jeden Tag und lässt sich bestaunen wie ein seltenes Tier. Nein, ich möchte nicht als feste Knochenbeilage da gelten. Das hat er schön gesagt. Doch was heißt hier lediglich Knochenbeilage? An ihm ist doch einiges dran. Immerhin reiste der Genießer nicht nur zum Arbeiten um die Welt. Unsere Küche, also die sogenannte gut bürgerliche Küche, ist sehr arbeitsintensiv. Das heißt, wir haben keine Gefrierkost. Wir schälen wirklich jede gelbe Rübe selber. Wir schälen jeden Kartoffel selber. Also wir verarbeiten nichts Vorgeschältes oder Vorgefrorenes. Und da braucht man schon Platz. Wir haben kalkuliert so einige 100 Essen pro Tag. Außerdem drehe ich ja in der Küche, nicht heute, aber für den Bayerischen Rundfunk eine monatliche Küchensendung. Die wird aber erst im nächsten Jahr anfangen, wenn wir ein bisschen Sendungen gesammelt haben. Es ist also nicht nur Küche für ein gut bürgerliches Lokal, sondern auch ein Küchenatelier. Gedreht wurde am nächsten Tag. Nach der Sendung Polizeiinspektion 1 erscheint Walter Sedlmeier dann als Wirt im Fernsehen. Und wir können schon heute erahnen, was für Schmankerln er uns servieren wird.
Folge 1, 4, 3, die erste. Bitte. Lorbeerblatt ist drin. Ja. Aber sparsam. Salz? Nicht in die Beiz natürlich. Das Fleisch habe ich gesalzen vor dem Eiling und gelupft habe ich es noch zuvor. Richtig. Ich bin überhaupt kein besonders begabter Schauspieler. Ich bin, glaube ich, mittelmäßig begabt. Bin ein ganz guter Geschäftsmann, sodass ich mit dieser mittelmäßigen Begabung allerweil noch was gemacht habe. Na, das ist nichts, das ist Pepe Moritz. Da ist ein schöner Laterne. Ja, da. Komm, geh mal wieder, da gibt's eine schöne. Der Moritz, sein Hund, ist sein eigenes Kapitel. Lang hat er ihn versteckt, weil seine Rasse zu nobel klingt. West Highland White Terrier. Ein Urbayer hat einen Dackel zu haben wie im Fernsehen. Alles andere könnte image-schädigend sein. Herr Sedlmayr, kaufen Sie hier am Viktualienmarkt Ihre Sachen ein? Ja, nicht alles. Ich meine, ich kaufe Gewürz hier, ich kaufe, was ich also so als Überraschung für die Küche brauche. Und dann kaufe ich auch ganz gerne mal Nachmittag, weil man Nachmittag ein bisschen handeln kann hier. Wie ist das denn hier? Sind das hier so richtig alte Marktstände noch, wie man es sich vorstellt in einer Altstadt? Ja, in der München-Werbung sind es noch malerisch alte Marktstände. Aber so sind es gut gehende Großhandelsunternehmen. Und von der alten Marktfrau gibt es nicht mehr viel? Die Großmama war eine alte Marktfrau und die Enkelin ist jetzt eine Marktunternehmerin. Oder Marktmillionärin manchmal. Und wo sind die Herrschaften in der kühleren Jahreszeit? Da gibt es ja nicht sehr viele Geschäfte, die offen haben. Ach so, in der kühlen Jahreszeit sind viele Herrschaften in der Südsee, auf den Bahamas. Ich habe auch schon auf Bali welche getroffen. Aber jetzt, wenn die Spargelzeit losgeht, sind sie alle wieder da. Das wird's lamm. Das wird's lamm, ja. Sauer. Schön sauer. Österreichische Rezept eigentlich. Na ja, aber auch nicht verkehrt. Recht gut. Nein, ich meine, die bayerische Küche tut sich sehr. Alles Scheiß macht, oder? Richtig. Du hast noch ein bisschen Sellerie, nein? Sellerie mache ich, habe ich schon da liegen. Ich meine, das Einzige ist nur, dass man halt als Wirt Mittag keinen so großen Appetit mehr hat vom vielen Probieren. Wie viel Knödel wären das ungefähr? 200. 200. Und wie viele Eier hast du drin? 45. Muss es gut durchgemischt werden? Du probierst überhaupt nicht, Fritz. Erst am Schluss. Und wenn du es wieder mal versalzen hast, was tust du dann? Dann schimpfe ich mit mir selber. Aha. Siehst du, dass bei uns ist nur ein Leber drin in die Leberknödel. Und nicht nur Semen. Die Münchner Schikaria ist seine Sache nicht. Und die lässt sich hier auch nicht blicken. Beim Sedlmayr geht's bürgerlich zu. Wenn man so will, sedlmayrisch. Was nicht ausschließt, auch unternehmerisch zu denken. Nein, ich meine, der Gast soll nicht mein Lokal als Werbestube betrachten. Das heißt, dass er also einen ganzen Nachmittag mit einer Tasse Kaffee drin sitzt. Ich rechne schon damit, dass der Gast isst und noch ein bisschen bleibt, aber dann irgendwann wieder geht und den Platz dem Nächsten frei macht. Nun kommt eine andere, unbekannte Seite des Neowirts dran. Seit Jahren sammelt der TV-Berufsbayer asiatische Kunst. Hier ist er sogar indisch eingerahmt. Übrigens, mit Stäbchen essen, etwa in China, kann er auch. Grüß Gott. Hallo? Ist wer da? Ja, grüß Gott. Ah, grüß Gott, Herr Sedlmayr. Grüß Sie, Herr Gott. Sie, warum kommen Sie denn nicht mehr zum Essen? Grüß Gott. Ach, die Zeit fehlt mir halt. Nein, für ein gutes Essen muss immer Zeit sein. Was haben Sie Neues? Ich habe schöne Dachreiter bekommen aus China. Aha. Meist, seit ich keine Zeit mehr habt, selber auf Reisen zu gehen,
muss ich zu Ehre kommen und mir da meine Reisesouvenirs. Und die Auswahl ist groß, gell? Ja, also auf jeden Fall größer als in China. Ja, sehen Sie? Naja, Barockengel habe ich nur gesammelt. Also ich habe genug Bahnschreck gesammelt. Und mit den Barockengel tue ich halt jetzt so meine Wirtschaft ein bisschen dekorieren und draußen auf dem Land mein Haus. Aber herin habe ich es schon ganz gern zurzeit ein bisschen asiatisch. Zu meinem Image passt weder mein Hund noch passt. Also Asien zu meinem Image passen wirklich rechts und links von mir ein Barockengel und im Hintergrund vielleicht eine Madonna und da ein paar Votivtafeln und ein paar Hinterglasbilder. Das ist mein Image. Das halte ich ja auch draußen, aber daheim nicht. Der Sedlmayr, er wird nicht böse sein, wenn man den Herrn auslässt, ist ein scharfer Beobachter. Seine Augen, die er hier für weitere Aufnahmen seiner neuen Serie einträufelt, sind besonders klar und keinesfalls vom Bier getrübt. Ein Wirtshaus hat er. Welcher Mann wünscht sich nicht so etwas? Besonders, wenn er noch ein Nebengeschäft hat. Wie der Sedlmayr. Folge 1 für 5.3. Bitte. Jetzt eine Muskatnuss oder Muskatblüte nehmen wir können. Und wie schmeckt nach einer Muskatblüte? Oh, blütig. Also, wenn Ihnen die Beize nicht ausreicht für die Sauce, dann können Sie auch mit einer guten Brühe oder mit Rotwein aufgießen. Vielleicht noch ein bisschen Weißbrotrinde dazu oder Soßenlebkuchen, das sämig wird. Und dann lassen Sie das Ganze eine Stunde köcheln. Mindestens eineinhalb. Bis heute weich wird.